Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Fallout 3, wo wir vor der Caseys Garage sind. Smith und Caseys Garage. Nehme ich mal hier die Schrotflinte, weil im Nahkampf ist es da schon effektiver. Was? Was war denn jetzt hier mit der Schrotflinte los? Geht es noch runter? Schauen wir aber erst gleich nach. Und jetzt erstmal ein bisschen hier ausrauben. Maulwurf, Rattenfleisch. Und hier haben wir eine Nuka-Cola Quantum. Eine von 30, die wir da brauchen. Aber wir haben jetzt zu Hause auch noch ein paar. So ist ja nicht. Nuka-Cola an für sich. Nehmen wir auch gerne mit. Haben wir denn ja sonst noch was Interessantes? Koffer, wo nichts drin ist, eine Truhe, wo nichts drin ist. Hier haben wir noch was zum Lesen, das ist sehr gut. Und elektrische Leiter nehmen wir auch mit. Kernspaltungsbatterien sind auch gut. Bleistifte nehmen wir mit, die wiegen ja nichts. Jetzt habe ich auch so eine leere Flasche mitgenommen, egal. So, den Erste-Hilfe-Kasten. Nehmen wir auch mit. Hier finden wir doch bestimmt noch die Lackierpistole. Mist. Wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Hier finden wir bestimmt noch ein Altmetall, oder? Jawohl. Altmetall, Terpentin. Gewehrschrank. Oh. 9 mm und eine Pistolenmuni. Sehr schön. 10 mm und Muni. Das sehe ich doch gerne. Benzintank brauchen wir nicht. Wiegt zu viel. Gibt auch nur 25. Obwohl nur auch relativ ist. Ist ja auch schon mal was. Jetzt öffnen wir mal die Luke. Okay, hier geht es also noch unterirdisch weiter. Maulwurf, Rattenfleisch. Und was haben wir hier noch so? Zu nach Vault 111. Okay. Hier kommen wir zu einer Vault, interessant. Das hatte ich echt ganz vergessen. Interessant, interessant. Vault 112. Was werden wir in dieser Vault finden? Hier jetzt gerade nichts im Eingangsbereich. Aber es wird sich doch bestimmt was finden lassen hier drin. Oh. Willkommen in Vault 112, Einwohner. Laut der Sensoren sind Sie 202,3 Jahre zu spät angekommen. Echt? Bitte ziehen Sie wieder Ihren von Vault Tech ausgegebenen Vault Overall an. Wenn Sie Ihren Overall verlegt haben, darf ich einen neuen ausgeben. Bitte gehen Sie, sobald Sie angezogen sind, die Treppe hinunter auf die Hauptebene, um in Ihrem zugewiesenen Tranquility-Sessel Platz zu nehmen. Bitte im nächsten Tranquility-Sessel Platz nehmen. Vielen Dank für die Kooperation. Dann ziehen wir den Overall mal an. Haben wir, auch wenn wir den Helm noch anhaben. Tranquility-Sessel. Ah, ich kann mich ein bisschen dran erinnern. Ich glaube, eigentlich sollen wir noch gar nicht hier sein. Eigentlich sollten wir wirklich gar nicht hier sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlimm ist, wenn wir hier vor wegbrechen. Denn es hat auch was mit der Hauptstory schon zu tun.
Ich sage mal, wir machen es jetzt nicht. Wir werden das jetzt nicht machen. Tut mir leid. Weil dazu kommen wir noch. Das hat mit der Hauptstory schon zu tun. Und das würde quasi erst nach River City kommen. Bitte im nächsten Tranquility-Sessel Platz nehmen. Aber das werden wir dann machen. Nicht jetzt. Tut mir leid, Leute. Wer das Spiel kennt, weiß, was hier kommen wird. Und der kann das dann auch nachvollziehen, warum ich das jetzt nicht mache. Sondern erst, wenn wir River City fertig haben. Und wir wollen ja natürlich auch schon die Geschichte aufdecken. Aber dann, wenn es soweit ist. Echt blöd, ja, dass wir per Zufall hier drauf gestoßen sind. Dann gehen wir nach Evergreen Mills. Die Stadt der Raider. Wollen wir doch mal schauen, was uns dort erwarten wird. Markierung ist gesetzt. Wie geht's denn von dort aus eigentlich weiter? Von dort aus könnten wir rein theoretisch wieder zurück zum Highway, die Straße folgen und dann hier so ein bisschen gucken, wenn dort nicht ist, nichts mehr ist, dann können wir dann noch ein bisschen so aufdecken, bis wir diese Aufnahmesession erstmal beenden werden. Weil ich ja natürlich auf eure Meinungen und Kommentare eingehen möchte. So, wäre hinüber. So weit dürfte es jetzt eigentlich nicht mehr weg sein. Über den Hügel dürfen wir dann schon was sehen können. Hoffe ich doch mal. Oh ja. Wir können was sehen. Das ist quasi die Festung der Raider. Da müssen wir andersrum hineingehen, weil das wird sonst ein tiefer Fall, von hier hinten reinzugehen. Ach komm, spring doch mal eben da hoch. Ja, der Weg hier rein ist nicht so gut. Das ist wirklich so eine Raider-Festung. Wir müssen da hinten durch den Eingang. Da hinten ist so eine kaputte Kirche. Waren wir da schon? War das die, wo die Supermutanten waren? Ich weiß es nicht. Nein, sieht nicht so danach aus. Ich nehme mal die Gatling Laserwaffe. Weil die Kampfflinte auf Distanz nicht so prickelnd ist. Unsere Magnum ist ja leer und kaputt. Von daher müssen wir jetzt uns anderweitig ausrüsten, bis wir wieder voll sind. Dann können wir noch Megaton Sachen verkaufen und dann statt der Magnum das Jagdgewehr mal wieder nehmen. Oder das Heckenschützengewehr, je nachdem. Ich glaube eher das. Dann haben wir auf jeden Fall wieder eine Fernkampfwaffe dabei. Dann können wir im Laufe der Zeit ein bisschen Magnum-Munition sammeln, sparen, wie auch immer. Da hinten ist auch etwas. In der Nähe von Tenpenny Tower waren wir da nicht. Tenpenny Tower, ja, die Robcop-Werk. Oder Robco-Werk. Da waren wir schon. Jetzt aber erstmal hinten zu der kaputten Kirche. Von dort aus können wir weiter sehen, beziehungsweise weiter vorgehen. Was haben wir denn da hinten? Könnte auch ein kleiner Händler sein. Die haben ja auch immer manchmal so komische Blechhütten. Die Neugierde treibt mich voran. Oder es ist einfach gar nichts dort. Oder das ist halt der Fall. Hier haben wir noch ein verlassenes Plumpsklo. Und sonst nichts weiter. Ah, das ist doch hier.
Ja, schon wesentlich angenehmer und ein paar Schuss haben wir ja auch dafür. Nur die Haltbarkeit wird auf Dauer das Problem sein. Aber eine Weile können wir damit noch rumschießen. Da haben wir noch einen Red Skorpion. Zwei sogar. Und die Waffe ist wirklich sehr zielgenau, muss man schon sagen. Okay, da backt der eine da hinten noch so ein bisschen rum, weil er dazwischen festhing. Zum Glück hatten wir ihn erlöst. Wir wollen ja natürlich nicht, dass der Skorpion leidet. No, nicht schon wieder. Nee. Wollen wir aber nicht hören. Weil wir keine Probleme mit der GEMA haben wollen, beziehungsweise ich. So, was finden wir denn hier? Sind hier auch Raider? Oh. So, das hätten wir gemacht. Das war also nur eine Falle. Miesen Schweine. Dann schauen wir jetzt erstmal nach, was können wir reparieren. Die Pistole mit sich selbst, das Bleirohr ebenfalls. Dann können wir Kampfmesser mit sich selbst reparieren. Und ansonsten hier noch ein bisschen Kleidung natürlich wieder mit sich selbst. Raider-Kleidung. Da sind wir jetzt schon wieder ganz gut dabei. Klar, Jericho können wir auch noch Zeug geben. Das nehmen wir noch mit. Und wo war die andere Dame? Hier. So, überladen sind wir mal wieder. Das geht nicht. Dann komm mal her, Jericho. Ich lade mal das hier nach. Und packe die jetzt auch erstmal wieder hinten am Rücken. Ja, was gibt's? Wir müssen mal Dinge tauschen. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Das kriegst du auch. Das auch. Flammenwerfer auch. Nur die Gunflint und Gatling Laser behalte ich. Den World Overwall müssen wir natürlich auch noch behalten. Da ist noch eine Falle. Da sind Granaten. Die sind aber für da vorne gedacht, oder? Für diese Falle dort. Falls mal von der anderen Seite kommt. Haben wir es mal entschärft. Ah, was haben wir denn hier? Lügen wie im Kongress. Hey doch, stehen können Lügen wie im Bundestag. Macht keinen Unterschied. Kommt auch selber hinaus. Gleisnägel, Dampfanzeige. Schärfen wir mal, nehmen wir dann mit. Boah, eine Menge Kram hier. Respekt, meine Raider. Danke für den Reichtum, die uns ermöglicht. Reichtum jetzt nicht, aber ist auf jeden Fall ein bisschen was gewesen. Ah, noch was zum Lesen für Scheißhaus. Was kriegen wir denn da? Die moderne Zahlung. Dietrich um 2 erhöht, Lügen wie im Kongress. Und Brügelismus, waffenlos, um 2 erhöht. Da ist das Gleis und das Gleis führt uns zu Evergreen Mills. Dann immer noch ein Red Skorpion. Was haben wir denn da vorne? Ach komm, wir machen erstmal den Skorpion alle. Viele interessante Sachen hier. Zwei Skorpione. Nicht immer im Weg sein, Dogmeat. Ist wirklich manchmal sehr schwierig. Ich speichere auch mal lieber. Man weiß ja nie. Lieber immer auf Nummer sicher gehen.
Ach, hier sind auch noch Supermutanten. Na, herrlich. So, die wären hinüber. Lootbeute, Schuss. Sehr gut. Naja, was da dann so ist, ist natürlich nicht so gut. Toll. Raider und Supermutanten. Alles hier an einem Ort quasi. Ist natürlich nicht so pralle. Gerade auch nicht für die Bewohner in dieser Umgebung. Die haben dann wirklich schlechte Karten. Würde ich mal behaupten. Finden wir hier was? Hier ist ein Teddy. Okay, so haben die ihre Ware verfrachtet auf dem Gleis. Da oben ist ein Supermutant. Ist das nicht so ein Riesenvieh? Das ist doch so ein Riesenmutant, oder? Oh oh. Das ist gar nicht gut. Zum Glück habe ich ihn gespeichert. Oh oh. Was? Lass meinen Hund in Ruhe. Boah, wie er Dogmeat verprügelt hat. Geht's sehr gut, Dogmeat. Der hat nichts verloren. Ich glaub's ja nicht. Dieser Hund ist unbesiegbar. Boah, jede Menge Zeug und ein paar Kronkorken dazu. Mann, Mann, Mann. Kommt ja einfach mal so ein Behemoth. Wahnsinn. Halt, wer seid ihr denn? Ihr seid keine Raider. Wer zum Teufel seid ihr? Erfahrene Händler? Wäre eigentlich nicht so verkehrt. Hallo. Karawanenwache. Und wer bist du? Dr. Hoff. Hat wer ihn nicht schon mal gesehen? Jericho, komm mal her. Jericho? Jericho? Will nämlich dein Zeug mal haben. Ja, was denn? Wenn das hier ein fahrender Hinder ist, dann können wir nämlich hier mal eben Zeug wegbringen. Da stimmst du mir doch bestimmt zu. Overwall behalten wir, wie gesagt. Ist ja ein Questgegenstand. Dann kommen wir ja, Doktor. Suchen Sie nach etwas Besonderes? Mit denen hatten wir schon geredet. Ich bin hier, weil ich kaufen Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Hilfe. Was hast du denn unter Hilfe? Wir nehmen erstmal so die wichtigsten Sachen. Stimpaks. Ach, das war's schon, oder wie? Ist ja kein Superhändler. Magnum behalten wir mal. Das weg. Das Jagdflinte. Könnten wir im Endeffekt ja auch nehmen. Tut sich ja nicht wirklich viel. Müssen wir mal gucken in der Kampfflinte. Sturmgewehr. Oh, das war's schon wieder, oder wie? Puh, dann kaufen wir mal ein bisschen Nahrung ab hier. Arznei nehmen wir auch. Ach komm, was soll's. Wenn der eh nicht so viel hat, dann kaufen wir hier die Sachen. Muss uns ja immer noch Geld geben. 200 hat er noch. Danke. Hast du was zum Reparieren? Beziehungsweise kannst du was reparieren? Warte mal. Machen wir mal kurz anders. Moment mal, Doc. So. Wir möchten jetzt ganz gerne die Kampfflinte reparieren. Also unsere. Die zweite können wir dann verkaufen. So, komm mal her. Möchten Sie den Ehrenwert? Ich möchte etwas repariert haben. Du reparierst die Jagdflinte, die Kampfrüstung und die Magnum. Fertig. Dann möchte ich mit dir handeln. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Vielleicht kann ich Ihnen dann helfen. Ja, ja, das wissen wir. Das kann weg. Und Rüstungen kannst du ein bisschen was nehmen. Haben wir auch Alkohol? Ja, haben wir. Whisky auch noch. Und hier haben wir auch noch eine Menge Kram.
Oh, gleich kann er sich das nicht mehr leisten. Bleistifte, elektrische Leiter, nö, das kann er sich nicht leisten. Beenden. Mit so jemandem macht man gern Geschäfte. Ja, finde ich auch. Jetzt haben wir dich pleite gemacht. So, sind wir noch ein bisschen Zeug losgeworden, müssen jetzt nicht unbedingt direkt nach Megaton reisen. Was einerseits gut ist, aber andererseits auch nicht, weil wegen, dass wir die Magnum weglegen können. Aha, Aquapura-Kiste. Und hier kommen wir zu Evergreen Mills hin, zu den Raider-Stützpunkt. Aber ich würde sagen, zu diesem Stützpunkt gehen wir erst in der nächsten Folge von Fallout 3, denn wir sind leider schon wieder am Ende einer Folge. Aber wenn euch diese Folge ein bisschen gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid und das auch schon übermorgen. Und bis dahin.